Hallöchen YouTube, da sind wir wieder und wir kriegen direkt passend zum Folgestart ein Follow. Vielen Dank dafür und wir sind weiter auf dem Weg, ja eigentlich in die nächste Stadt, aber wir haben schon gesehen, uns stehen Mogelbaumbäume im Weg. Und wir brauchen den Wasser-Z-Stein, den Axiom-Z, um diese zu vertreiben. Also müssen wir uns den erstmal holen und die erste kleine Prüfung bestehen. Die werden wir in diesem Stream und auch in dieser Folge auf keinen Fall schaffen. Die werden wir, wenn überhaupt, in dieser Folge erreichen. Aber auch noch nicht beginnen, denke ich. Käferbiss. Ist das ein Two-Hit oder hatten wir eben nur einen guten Roll? Werden wir jetzt sehen. Es hat gereicht. Yeah, Level 20 bei Cole. Sehr gut. Willst du auch kämpfen? Wenn du Route 5 folgst und Gletscherhügel, dort findet die Prüfung von Captain Tracy statt. Na, dann wissen wir das ja schon mal. Er ist hier wieder der, den wir besiegen müssen. Jawohl, wenn wir alle anderen Trainer besiegt haben. Doppelkampf, hallo. 1 und 1 ist 2. Oder doch 3, vielleicht sogar 4. Ich werde nicht verlieren. Ja, bla. Lilminip. Das trifft sie aber ganz gut. Auf Lilminip sollte das doch tatsächlich nicht nur effektiv, sondern sehr effektiv sein. Ich hätte auch mit Schmarotzer wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besser gefahren. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der Käfer bist. Ja, das Leben nicht tötet. Besiegt, Entschuldigung, hier wird niemand getötet. Es ist Pokémon, niemand tötet hier irgendwie. Gehen wir für eine Akrobatik oder gehen wir für einen Käferbiss? Wir gehen für einen Käferbiss. Egelsamen. So, so. Der Zwillinge besiegt. Gehen wir erstmal hier gucken. Ich habe schon wieder auf den letzten Routen nicht geguckt, was es alles für Pokémon gibt, ne? Hier gibt es schon mal Safcon. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich bin mega beeindruckt. Oh yeah. Achso, hier können wir hoch. Ich glaube aber, hier kommen wir noch nicht großartig weiter, wenn mich hier alles täuscht. Imantis. Oh, hier könnten wir kurz, ne? Könnten wir hier ganz gut ein bisschen trainieren. Aber da wir sowieso den OP-Teiler anhaben und ich ihn vielleicht zwischendrin irgendwann nur mal ausstellen werde, sonst wird er wahrscheinlich dauerhaft laufen, brauchen wir tatsächlich nicht zu trainieren. Ah, eine TM. Folterknecht. Brauche ich unbedingt nicht. Moment, hier haben wir unten einen Kampf verpasst. Diesen. Bubungus! Hm.
Na, wer sollte uns hier allzu wehtun? Ladybar. Wir haben den Funkensprung. Ladybar ist halt auch so, kannst du halt nichts mit anfangen, wenn du es irgendwie mal bekommen solltest. So ein klassischer Nuzlocke-Zonk. Also es gibt schlimmere Zonks als Ladybar bzw. Ledian, aber es ist doch schon nah dran an einem Zonk. Ich glaube, die wollen nicht kämpfen, doch. Oder lassen die uns hier nur einfach nicht durch? Ah, die lassen uns nur einfach nicht durch, weil wir unten lang müssen, weil da ja auch die Quest weitergeht. Rotom ist schon wieder am Flennen fast. Die alte Mimi. Jawohl, Schutzbon. Oh. Gladio. Ah, das war auch nichts. Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben und Malasadas essen. Hm. Spaß haben? Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Hallo, ich habe ein Pikachu-Kostüm. Oh Mann, Amaras! Dieser Typ macht mir Angst. Dein Name ist Amaras? Nein, ist er nicht. Du bist vorsichtig. Das gefällt mir. Mein Name ist Gladio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aber lassen wir das Gerede. Jetzt wird gekämpft. Alles klar, Mann. Ist klar. Kann ich auch. Kann auch meine Finger verkrampfen. Zu bad. Holy. Haha. Jetzt wären wir zwar... Ach, das ist Zoroark. Ich hab mich schon gewundert, hä, warum so wenig Damage? Sind wir schneller durch die Para? Ich hoffe. Jawohl. Dudududun. Ja. Wegen dem dämlichen Schnee brechen hier wieder alle Leitungen zusammen. Ach herrje. Ich will auch Schnee. Überall schneit's nur hier nicht. Jetzt kommt er doch schon mit Null, oder? Typ Null. Nein. Ja, wir wollen wechseln auf Gewalter. Ist doch noch die Normalform, die er spielt. Mega bulky. Es hat 90 oder 95 in allen Werten. Also Amigento dann später. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube 95. Ist ein bisschen schwächer als die ganzen 100er Legis, Jirachi, Celebi und Co.
Man entwickelt sich Kurt jetzt auf Level 20 zu Akub? Kann das sein? Er kann mich nicht ausstehen, hat er gesagt. Die Sau. Jawollo. Kurti, Mann. Alles cool. Da weiß ich ja schon, was auf Zamp kommt. Na, Akub. Dein Kurt wurde zu einem Akub. Nice. High-Level-Attacken? Nee. So, bis wir Donarion kriegen, dauert es jetzt ein wenig. Das geht erst auf der dritten Insel. Aber das kriegen wir hin. Da muss man ein bisschen Geduld zeigen. Es vergräbt sich unter Blättern, wo es nahezu regungslos verharrt und Humus frisst. Tritt man versehentlich auf es, verteilt es Stromschläge und hupt wie ein Bus. Ah, wir haben doch eine Level-Up-Attacke. Ladevorgang. Nee, will ich nicht. Braucht in einem normalen Spieldurchlauf braucht man nicht zwingend Setup-Attacken. Das ist nicht so wichtig. Bis dahin bleibt Akub mit Evolid aber immer noch sehr bulky. Ja, den Evolid. Haben wir den schon? Oder finden wir den noch? Den finden wir noch. Das hätte ich besser wissen müssen. Das waren zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Was? Hä, was? Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Sein Problem ist, er frisst zu viele Malasadas. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Hala nicht mal den Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß kämpft, ist nichts weiter als eine feige Ausflucht. Da freue ich mich erstmal, weil er mich beleidigt hat. Oh, du kennst OP? Und du findest, dass ich stark bin? Ich breche ab. Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du nur eine große Klappe hat, aber nichts dahinter. Am besten verziehst du dich einfach und überlässt uns hier die Profis und so. Verstehst du? Davon rate ich euch ab. Was, hä? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Alter, dieses Pikachu-Kostüm. Ich habe gerade gelesen, ihre Pokémon stinken. Ihre Pokémon sind stark. Wir sind den ganzen Weg bis hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück? Dabei hätten wir das Herrscher-Pokémon vom Plätscherhügel schon so gut wie in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's. Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das alte ausgelutschte Sprichwort. Flugst nach Haus, mein Kind, wenn Kramurks am Himmel sind. Alles klar. Sperr mal die Lauscher auf, Gladio. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören, hast du es endlich kapiert? Das ist Gladio, glaube ich, relativ egal, was ihr Lappen denkt. Danke, Amaras, und dir auch, Akub. Da habt ihr wirklich toll gemacht. Und jetzt? Wenn ich die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Amaras, das wird bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Malasada? Oh, Beleber. Beleber, Junge. Gute Idee, später, was? Nee, kein Foto. Nee, kein Bock auf Foto. Kannst du abhaken. Da, da, da. Gladio macht mir irgendwie Angst. Ach ja? Oh ja, ist das so? Ja, Mann, ist ja gut, Rotom. Alles ist cool. Ich möchte erstmal, bevor ich es vergesse, die nächste Prüfung ist eine Wasserprüfung. Ich möchte kurz den Magneten dem guten Akub geben. Ja, der Silberstaub mal kurz weg, bitte. Die Scope-Linse. Ich sortiere mal ganz kurz nach Kategorie.
Ah. Die geben wir einfach erstmal, weil Rolf gerade nichts hat, geben wir die einfach erstmal Rolf. Kann ja nichts schaden. Raub, Plage, Kraftreserve, Folterknecht. Da war auch nichts Tolles dabei. Ich sortiere hier mal ein bisschen durch. Lasst euch von mir nicht ablenken oder so. Alles cool. Boah, voll eine Alphabet sortiert. Einmal getauscht, die beiden. Okay, wir sollten jetzt am Pokémon Center sein. Ich guck mal, ob ich an den beiden vorbeikomme. Ohne Kampf. Da ist auch noch ein Sticker für die Angel. Oben links. Bam, 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 bam. Hallo, Imantis. Ein Belebau, Junge. Haha, verarscht. Jetzt können wir nämlich erstmal heilen. Und dann können wir die Kämpfe hier noch machen. Und dann können wir pünktlich zur nächsten Folge quasi mit der Wasserprüfung beginnen. Das sollte so klappen. Mit den Leuten quatschen wir hier später. Ich habe jetzt keine Lust zu quatschen. Ich will jetzt echt lieber die Kämpfe noch machen, die zwei, drei Stück. Dann fordert uns mal oder mich mal heraus. Rip, rip. Da kann man schon mal hupen. Ich möchte erstmal... Boah, wie es laggt in Doppelkämpfen. Erstmal Geronimatz aus dem Weg räumen. Das... Oh, okay. Ich dachte, das täte mehr weh, ein Pflücker. Aber Skalyk ist jetzt auch nicht gerade für seine offensiven Werte bekannt. Herbert! So. Brauchen wir mit dem Schmarotzer gar nicht ankommen. Ich will aber nicht rauswechseln, das wäre irgendwie so nutzlos, glaube ich. Na, wir machen es mal. Na, hier wird sich fleißig über Schnee unterhalten. Ich mag Schnee, aber ich kann mir vorstellen, wie Simon, der in einer Gegend wohnt, wo es sehr, sehr viel schneit, dass man irgendwann die Schnauze voll hat davon und das Zeug nicht mehr sehen kann. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber ich persönlich mag Schnee. Ich mag auch den Winter voll. Ich bin ein Winterkind. Ich verabscheue den Sommer tatsächlich. Weil eklig warm. Braucht kein Mensch. Also zumindest nicht ätzend viel warm. Hallöchen. Bam, 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 bam. Der Guido. Ein Paras. Acrobatic. Easy one hit. Psi-Strahl. Dann nehmen wir doch mal mit, statt der Psi-Welle. Ist mir deutlich lieber. Weberack. Bleib mal drin. Da bleiben wir drin und Akrobatiken weiter.
Akku bist gut. Mit den entsprechenden, mit dem Käferbiss, dem Funkensprung, jetzt der Akrobatik und dem Biss. Akku bist echt gut. Hätte ich so wirklich nicht erwartet. Ich habe gedacht, es wird eine Qual, bis wir ein Donarion haben. Weil ich habe vorher in irgendeinem Spieldurchlauf noch nie Akku gespielt. Cool. Das gefällt mir. So, das waren aber immer noch nicht alle Trainer. Wir kommen später von der anderen Seite nochmal auf die Route. Deswegen brauchen wir den Typi vorne am Anfang der Route noch gar nicht anquatschen, weil der eh noch nicht gegen uns kämpft. Ich habe vorhin am Anfang des Streams noch erzählt, ich weiß gar nicht, ob es in der Folge war, dass man während diesem Rotom-Zeug hier weiterlaufen kann. Dass es den Spielfluss deswegen gar nicht so stark unterbricht. Ein Scheißdreck kann man. Rotom, du alte Nervensäge. So, pass auf, dann heilen wir jetzt nochmal, quatschen mit den Leuten hier nochmal ganz kurz, klappern die ab. Und dann haben wir da doch ziemlich gutes Timing. Und können im nächsten Stream mit der Wasserprüfung weitermachen. Cool, cool, cool. FM gegen Yorkleff würde ich allerdings tauschen. Nee, wir brauchen das Yorkleff. Ich will kein FM. Wir brauchen das Yorkleff später noch. War das ein Yorkleff? Ich glaube, später möchte noch jemand ein Yorkleff. Also deswegen habe ich es ja gefangen. Um es zu tauschen. Aber nicht hier gegen einen FM. Nee. Ich weiß, wo wir das tauschen können. Super Trank! klar. Okay, morgen früh. Ich glaube nicht, dass ich morgen früh wiederkommen werde. Junge Dame. Das wird nicht passieren. Was aber passieren wird, ist, dass wir an dieser Stelle einen Schnitt machen, beziehungsweise die Folge beenden. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.